Die günstigste Alternative, euch neues PlayStation-Guthaben zu besorgen, ist definitiv Ineva.com. Günstiger als alle anderen Webseiten, ich habe alle einzeln vergleicht. Wenn ihr ein neues PSN-Spiel haben wollt, wenn ihr PSN-Guthaben wollt, nehmt einfach den Promocode Cheppy, spart 3%, kriegt bei der ersten Anmeldung noch 1 Euro drauf. Und viel Spaß. Moin Jungs, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Normalerweise wäre das Intro hier fertig und mal sage ich Moin Leute, Moin Jungs, Moin Cheppies, irgendetwas. Einfach nur, dass es eine kurze, kleine Begrüßung ist, dass auch jeder, der das Video guckt, weiß, dass ich mich freue, dass er es guckt. Und ich sage das nicht allzu häufig, aber ich freue mich wirklich drüber. Das Ganze gibt Reichweite, das Ganze gibt Geld, das Ganze gibt natürlich Spaß, denn ganz ehrlich, das, was man als YouTuber mit 10, 11, 12, 15.000 Abonnenten verdient, ist nicht annähernd das, was man in Zeit reinsteckt. Und wenn die Leute keinen Spaß daran haben, zu gucken, was man als Content macht, dann hat man auch einfach keinen Bock. Das ist ehrlich so. Das heißt, wirklich jeder von euch, der auf die Videos klickt und sich das anguckt und Spaß hat, über den freue ich mich. Aber vor ein paar Wochen hat mir jemand geschrieben, eine Dame, ich blende die mal ein für euch, es sei eine Frechheit, deswegen gucken auch keine Frauen zu, als wenn bei COD so viele Frauen zugucken, weil ich eine Begrüßung gemacht habe, die hieß Moin Jungs. Ja, Leute, wir sind mittlerweile in einer Welt, wo sich eine Frau darüber beschwert, wenn sie nicht explizit begrüßt wird. Wir dürfen kein Zigeunerschnitzel mehr sagen, in manchen Schulen in Deutschland darf man jetzt auch Weihnachten nicht mehr sagen, in der Türkei gibt es jetzt für manche Türken Gefängnisstrafen, wenn sie den türkischen Präsidenten angreifen oder zumindest sich über ihn äußern. Wir leben in einer Welt, wo man im Prinzip nichts mehr sagen darf, was man eigentlich sagen möchte. Deshalb Leute, lasst ein Like da, wenn ich euch in meiner heutigen Begrüßung irgendwie, wirklich irgendwie angesprochen habe. Moin Jungs, Moin Mädels, Moin Kinder, Moin Erwachsene, Moin Bruder, Moin Schwester, Moin Tochter, Moin Vater, Moin Deutscher, Moin Afrikaner, Moin Türke, ich grüße die Russen, ich grüße die Polen, ich grüße die kleinen Menschen, ich grüße die großen Menschen, die Frauen mit großen Brüsten, die Frauen mit kleinen Brüsten, die Männer mit zwei Penissen, die Männer mit einem, die Frauen mit drei Nippeln, die Frauen mit einem Nippel, den Mann mit einem Nippel, die Männer mit drei Nippeln, ich grüße die Asiaten, die Indonesen, die Chinesen, die Kranken, die Gesunden, die Müllarbeiter, die Polizisten, die Rewe-Verkäufer, die Zocker, die Xbox-Zocker, die Playstation-Zocker, die PC-Zocker, die Gameboy-Zocker, die Nintendo-Fans und alle anderen grüße ich auch noch. Wenn ihr euch angesprochen fühlt für irgendwas davon, lasst gerne ein Like da und ich hoffe, dass die Dame jetzt heute dann endlich zufriedengestellt ist. Ich glaube aber nicht, dass ich in jedem Video jetzt die Zeit habe und die Lust habe, die gesamte Menschheit zu begrüßen. Deshalb Leute, lasst uns direkt anfangen. Und heute, das wird nicht so negativ, wie ihr jetzt vielleicht denkt, ich wollte gerne einmal so zum Abschluss von Black Ops 4, weil wir jetzt ja die MW-Alpha aktuell haben, da kriegt ihr morgen dann auch noch mein Statement, wie ich es jetzt nach ein paar Stunden zocken finde und auf was wir uns freuen können. Ich wollte gerne einmal so chronologisch ein bisschen durchgehen, warum dieses Spiel Black Ops 4 viele von euch und auch mich doch am Ende wirklich sehr enttäuscht hat, obwohl es ja lange Zeit ganz anders aussah. Als wir die Beta bekommen haben, die Black Ops 4 Beta, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war eine der besten und am flüssigsten laufenden Betas, die wir jemals in dem Spiel hatten. Wir hatten so viel Content, schon mit der Beta an diesen zwei Wochenenden. Es war eine Closed Beta, es war ein reines Schwitzfest, aber es hat Spaß gemacht. Die Server laufen oder sind großartig gelaufen, es gab keine Lags, es gab keine Abbrüche, wenn man mal so mit WW2 vergleicht, wie schlimm es da zum Beispiel war, als das Spiel released wurde. Herrschaft war bis 200, TDM war bis 100, die Spezialisten waren gut, haben ein bisschen Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Waffen waren ganz gut gebalanced, es gab ein, zwei Probleme, die Blackout Beta war mega, da war die Rüstung ein Problem, das war am Anfang im Multiplayer auch, das wurde dann schnell geändert. Treyarch hat jeden Tag auf Twitter ein neues Update hochgezogen, hat die Leute informiert, hat zugehört, was die Leute gesagt haben. Viel Spielerfeedback von jedem Einzelnen von euch wurde übernommen. Es war die ersten Wochen und Monate ein wirklich extrem gutes Spiel, das muss man ganz ehrlich so sagen. Es gab unglaublich viel Content, die Contraband-Streams haben uns neue Waffen gebracht, ob das die Daemon war oder die SWAT, man konnte das einfach erspielen. Man konnte sich das kaufen, wenn man sofort haben wollte und wenn man kein Geld ausgeben wollte, hat man die DLC-Waffen trotzdem bekommen. Man brauchte nur ein bisschen spielen. Das war so einfach und es lief wirklich sehr, sehr gut. Die Server liefen gut, es gab kaum Lags, keine Lag-Spikes, die Spezialisten waren in Ordnung und dann wirklich
fing es relativ zügig an und ich würde sagen, noch vor Release der Stingray, aber die nächsten Contraband-Streams nach der Damon und SWAT waren dann so, dass wir die Tigerhai noch bekommen haben und das war's. Nach der Tigerhai war es so weit, dass immer mehr Waffen in das Spiel eingefügt worden waren, die Time to Kill, die eigentlich sehr hoch ist in diesem Game, absolut nach unten gesenkt haben. Ob das jetzt nachher die Stingray war, zusammen mit dem Operator-Mod, oder ob das das Ballistikmesser war, oder ob das der Reaver war. Es gab so viele Sachen, die urplötzlich so extrem stark waren, auch die SWAT, nachdem sie dann veröffentlicht wurde, die unglaublich stark war, nachdem sie gepatcht wurde. Und bei vielen Waffen wie dem Reaver und der Stingray hat man so das Gefühl gehabt, jetzt zum Release, wenn die Waffen kommen, die Sachen sind nur noch per Kauf erreichbar oder wenn man eine Kiste öffnet. Ihr habt das mit Sicherheit schon mal gesehen, wenn ihr eine Kiste erspielt, das dauert mittlerweile 5-6 Runden gefühlt, TDM. Das ist einfach zu lang. Der tägliche Stufensprung ist, soweit ich das jetzt gesehen habe, rausgenommen. Bei mir zumindest geht er nicht mehr. Wenn ich mich nach 24 Stunden einlogge und eine Runde gewinne, kriege ich keinen Stufensprung mehr. Jetzt gibt es 60 Sachen in dem schwarzen Markt. Es gab unglaublich viele Waffen plötzlich, die man nur noch über den schwarzen Markt kaufen kann, indem man Kisten kauft. Und die waren unglaublich stark. Peacekeeper, Stingray, Ballistic, Messer, Reaver. Mehr als genug, wirklich viel mehr als genug. Und nachdem man hatte so das Gefühl, viele Leute sich da den Kisten gekauft haben, sind die Uhr plötzlich nach unten gebufft worden. Jetzt der Reaver letzte Woche, die Stingray vor 2 Wochen. Die Waffen waren, glaube ich, mit Absicht sehr stark gemacht, dass die Leute unbedingt diese Waffen haben wollen. Und danach sind sie einfach schlechter gemacht worden, weil viele hatten sie, damit man das Spiel mal wieder etwas balanced. Dann ging es ja los, dass die einzelnen Berichte darüber kamen, dass Treyarch aufgehört hat, an Black Ops 4 zu arbeiten. Und man hat das, finde ich, vom ersten Tag angemerkt. Die Server-Connection war nicht mehr gut, auf Probleme ist nicht mehr eingegangen, als hätte man so ein bisschen den Support. Und es gibt ja Leute, die arbeiten an den Servern im Prinzip täglich, befreien den von irgendwelchen übermäßigen Dateien, versuchen die neu zu starten, umzuswitchen. Das ist alles technischer Kram, aber es kam immer weniger davon, beziehungsweise es wurde gar nicht mehr besser. Dazu kam es dann, dass uns Dinge versprochen worden sind, die bis heute noch nicht da sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es sollte ein neues Theme kommen, also so wie zum Beispiel Apocalypse Z, das war ja die Operation, da sollte es das mit Jungle geben. Jungle Flooded, das sollte eine Map sein, die für jeden spielbar ist, genauso wie in dem Teaser mit dem Spectre damals das C4 angezeigt wurde und von Twitter, beziehungsweise von Treyarch auf Twitter dann, ja Leute, der Klassiker aus den anderen Black Ops Teilen, C4 kommt wieder. Und wir haben uns alle riesig drüber gefreut, um ehrlich zu sein. Es waren viele coole Sachen, Jungle Flooded sollte cool werden, es sollte nochmal ein neuer Spezialist dazukommen. Und irgendwie, wenn ihr jetzt mal guckt, wir haben gar nichts davon bekommen, also tatsächlich gar nichts. Genauso wie bei den Zombies. Man hat einfach gemerkt, dass der Support von dem Game unglaublich nach unten gefahren wurde. Bis zu einem Minimum, wo wir jetzt nur noch Contraband-Streams bekommen, wo nichts drin ist, wirklich nichts. Die ersten 5 Sachen, die man bekommt, sind 3 Sticker, eine Visitenkarte, eine Kiste. Man hat so das Gefühl, als wenn nicht mehr genug Entwickler dabei gewesen wären, um den Contraband-Stream irgendwie mit Sachen vollzuhauen, die wirklich cool sind. Also wurde alle 5-6 Stufen eine neue Kiste eingefügt. Das, Leute, war im Prinzip der Anfang vom Ende für das ganze Game. Dann kam es dazu, dass der Blackout-Modus weiter und weiter gepusht wurde, bis auch da der Support aufhörte. Jetzt mittlerweile wissen wir warum. David von der Haar wurde da im Prinzip schon vor Wochen so ein bisschen ins Abseits gestellt. Bei Blackout könnt ihr die DLC-Waffen, die Peacekeeper, die Stingray, alle spielen, aber nur, wenn ihr sie im Multiplayer vorher freigespielt habt. Ansonsten kriegt ihr sie aus den Kisten dort nicht. Das ist unglaublich eigentlich und es ist mittlerweile einfach Pay-to-Win geworden. Wer die Peacekeeper hat oder auch bis vor einer Woche die Stingray, beziehungsweise nicht nur die Stingray, sondern auch den Reaver, hat eine deutlich bessere Chance gehabt, einen Gunfight zu gewinnen, als jemand ohne diese Sachen. Und das ist im Jahr 2019 einfach der komplett falsche Weg. Das Menü, das Hauptmenü, laggt seit dem ersten Tag. Seit dem allerersten Tag. Wenn mehr als ein Mann in der Lobby ist und einen Tanz aufführt, laggt es. Die zeitlich begrenzten Modi, die sie eingeführt haben, waren anfangs sehr, sehr cool, aber gerade, dass es sich so aufgeteilt hat. Wir haben mittlerweile eine Playlist, eine vorgestellte mit 5 verschiedenen Modi. Die Leute, die sich auf diese 5 Modi aufteilen, ist so groß, dass ihr in TDM Herrschaft, Abschuss bestätigt, Suchen, Zerstören, alles, wo ihr erstmal noch einen Klick mehr für benötigt, da haben wir kaum noch Spieler deswegen. Man findet immer wieder denselben Spieler in derselben Lobby im gleichen Modus. Das kann bei einem aktuellen COD eigentlich nicht so sein. Viele Leute haben dem Spiel mittlerweile einfach den Rücken gekehrt und
Was mich, und da muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten, wirklich am meisten gestört hat von Anfang an, war, dass man wirklich gesagt hat, die Operator-Mods sind das nagelneue, was wir hier in Black Ops 4 einführen. Wir werden kontinuierlich daran arbeiten, dass ihr noch mehr Waffen mit Operator-Mods bekommt, dass da noch Varianten von kommen. Und jetzt im Prinzip keine der Waffen, die seit Anfang an drin sind, haben einen neuen Operator-Mod bekommen. DLC-Waffen werden released, die überhaupt gar keinen haben. Grüße gehen raus an die Peacekeeper. Während andere Operator-Mods wie die Einschlagsexplosion von der Stingray viel zu stark sind und das über Wochen. Man hat das Gefühl, dass das eine super Idee war, die auch cool umgesetzt war. Anfangs mit ein paar Ausnahmen, ob es jetzt bei der Titan ist oder vielleicht bei der Spitfire oder bei der Saug, die einfach eine unglaubliche Time to Kill hat, wenn man die Double Saug spielt. Aber nach der Zeit hat das Ganze einfach aufgehört. Es kam nichts Neues mehr dazu. Man hat diesen ganzen Grundgedanken, den man hatte, der wirklich sehr, sehr gut war, um ehrlich zu sein, man hat den im Prinzip einfach so in die Ecke gestellt. Und das hat mich wirklich enttäuscht. Der Player Support hat einfach aufgehört, von heute auf morgen. Die Versprechen, die gemacht worden sind, ob das jetzt verschiedene Maps sind, ob das jetzt neue Maps sind, das Beste, was wir in Black Ops 4 eigentlich bekommen sollten, das alles ist einfach nicht mehr gekommen. Das Beste aus allen Black Ops Teilen ist, da glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der es so sieht, Standoff, Raid, Orbitalsatelliten, Energiekern, all diese Sachen sind einfach nie mit reingekommen, obwohl sie das ganze Spiel um einiges besser gemacht hätten. Von Anfang an war ich der hundertprozentigen Auffassung, dass wenn ihr auf die Streaks geht, der untere Balken mit 3 freien Streakplätzen ist frei, dass da noch 3 Streaks hinterherkommen. Denn die meisten Streaks, die wir hier im Black Ops 4 haben, sind 1:1 kopiert und recycelt. Wirklich 1:1. Wenn ihr euch das anguckt, ob das jetzt der Mantis ist, der im Prinzip aus Black Ops 3 1:1 kopiert wurde, oder es gibt wirklich mehr als genug. Man könnte durch jede Streak durchgehen und würde sagen, ja, genau so hatten wir sie schon, ohne Innovation, ohne alles. Und Infinity Ward mit MW zeigt aktuell, dass es definitiv möglich ist, sowas auch nochmal frisch und neu sozusagen zu machen, ohne dass man da jetzt 10 Jahre Aufwand für hat. Aber das ist wirklich eine Enttäuschung gewesen von Anfang an. Mich persönlich hat es enttäuscht. Ich fand es unglaublich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass da viel mehr gemacht wird. Denn die Game-Mechaniken und das Potenzial, was Black Ops 4 hat, ist für mich von jedem COD-Teil bisher unerreicht. Das Movement in diesem Spiel ist super. Die Time to Kill, sie ist vielleicht etwas lang, aber es war insgesamt in Ordnung. Und ich habe wirklich gedacht, als es released wurde, ey Leute, wie geil ist das denn? Wir haben eine ordentliche Time to Kill, wir haben verschiedene Ausrüstungen, man kann sich selber heilen. Das Ganze war vom Potenzial her, wie man sich bewegt, wie man slidet, wie man schießt. Es war wirklich sehr, sehr gut. Und dann ist das Ergebnis eben gewesen, auch, dass so etwas wie die Sense jetzt reinkommt, die mit Abstand, wirklich mit Abstand, der stärkste Spezialist von allen ist. Die Sense hält genau 42 Sekunden bei einem Schuss von 150. Ihr habt 150 Schuss und könnt fast 40 Sekunden durchschießen und jeder Gegner kriegt pro Schuss 70 Schaden. Das heißt, in der Regel habt ihr nach 2, manchmal spätestens nach 3 Schuss einen Gegner down. Ich habe schon Leute gesehen, die fast eine Nuke gemacht haben, nur mit der Sense. Und der Spezialist bleibt genauso, wie er ist. Das, Leute, es tut mir leid, ist einfach enttäuschend. Und all das zusammengenommen hat im Prinzip dafür gesorgt, dass dieses Spiel von vielen Leuten in die Ecke gestellt wurde. Und es geht für mich als das schlechteste Black Ops aller Zeiten in die Geschichte ein. Ob das nächste Jahr mit Black Ops 5 besser wird, kann ich nicht sagen, will ich nicht sagen. Dafür ist es mir zu weit weg. Aber ich habe begründete Sorge, dass es nicht viel besser wird mit Treyarch. Gerade jetzt, wo David von der Hart dort keine Position mehr hat. Und auch nicht mehr an irgendeinem Teil der Spiele, ob Multiplayer oder Blackout, arbeitet. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was mich so die letzten Wochen und Monate enttäuscht hat. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr euch eigentlich immer gewünscht hättet, was wirklich ganz, ganz schlecht umgesetzt wurde oder gar nicht umgesetzt wurde. Mal gucken, ob wir alle ungefähr eine Meinung haben. Ganz viel Spaß bei der Modern Warfare Alpha. Morgen, ich glaube, 24 Uhr ist der Schluss. Ihr kriegt noch mein Statement zu dem Spiel oder zu der Version dann auf jeden Fall morgen. Ich wünsche euch heute viel Spaß.